Heute möchte ich euch eine kleine Erfindung von uns vorstellen, die wir seit etwa 2 Jahren testen und jetzt auch von FlySurfer übernommen wurde. Das Vario Line Set, wie gesagt, erfunden von uns. Mit diesem kleinen Tool, das ist wirklich nicht viel, es sind ein paar Ringe, ein paar Schlaufen, also ein paar Pigtails, mehr braucht man dafür nicht. Mit diesem kleinen Tool kann man beim Viron 2 die Leinenlänge innerhalb kürzester Zeit halbieren und wieder auf ursprüngliche Länge zurückbringen, und das ist genial, nicht nur für die Schulung. Wofür kurze Leinen? Also, ganz klar, in der Schulung genial für die ersten Flugversuche. Man braucht super wenig Platz. Es ist sehr, sehr sicher, weil die Kraftentfaltung nur kurz ausfällt. Das heißt, man hat eine ganz kleine Powerzone. Und wenn man Kinderschule zum Beispiel, werden die weniger weggezogen. Es ist einfach sicherer und weniger platzintensiv. Und das ermöglicht sogar, wenn man mit 4 Schülern pro Lehrer schult, auf engem Raum 4 Schüler einzusetzen. Wir selber schulen allerdings weiterhin nur mit 2 Schülern pro Lehrer, weil wir das für effektiver halten. Dann ist es eine geniale Sache für Kinder und leichte Leute, weil der Schirm, gerade bei leichten Leuten, werden Schirme oft schon zu groß, bevor sie vernünftig fliegen. Mit kurzen Leinen ist das eben nicht so, da kann man die Schirme bei deutlich mehr Wind fliegen und das Ganze wird dann stimmiger. Noch dazu haben Kinder extrem kurze Reaktionszeiten, das heißt, die kommen auch besser klar damit, wenn der Schirm direkt reagiert. Das gilt eigentlich für alle. Durch die kurzen Leinen habe ich ein direkteres Feedback, lerne somit schneller und ich habe als Nebeneffekt sogar mehr Lenkbewegungen in der gleichen Zeit. Also auf die Weise kommt man einfach in den ersten Stunden besser voran und man hat einfach bei verschiedenen Windstärken dann auch noch eine höhere Flexibilität. Wird der Wind zu stark, einfach schnell auf kurz und weiter geht's. Wird der Wind zu leicht, einfach schnell die Pigtails öffnen und man kann wieder mit langen Leinen unterwegs sein. Die Montage ist ganz einfach. Man muss lediglich alle Verbindungen zum Kite öffnen. Dann steckt man die Flugleine durch diesen kleinen Ring. Und schlauft den größeren Ring ein. Fertig. Jetzt kann die Leine nach hier durchrutschen, nach hier stoppt sie. Wenig aufwendiger ist es nur bei der 5. Leine. Hier muss man die 5. Leine komplett entfernen, um den Ring hier einzuschlaufen und dann die Leine durchzuziehen und den 2. Ring zu montieren. Die Pigtails werden an 4 Stellen befestigt. An der Steuerleine einmal, auf jeder Seite. Einmal über dem Adjuster und einmal am Ende der Safety Endline hier. Wenn euch Kniffe wie diese gefallen, fühlt euch eingeladen. Wir machen mehrfach im Jahr Kite-Lehrer-Lehrgänge und könnt ihr euch bei uns zum IKO-Kite-Lehrer ausbilden lassen. Da erfahrt ihr dann mehr solche Tricks. In diesem Sinne, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.